spielen Spiel deines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben, wie Rock'n'Roll. Fußball ist für die Ewigkeit. Das ist dein Heimspiel, Spiel deines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Spiel der Woche in der Saison 2017-2018. Wir sind zu Gast in der Westfalenliga Staffel 1 und befinden uns diesmal im Waldstadion am Havik in Neuenkirchen. Hier empfing der Oberliga-Absteiger und Tabellensiebte SOS Neunkirchen am 3. September 2017 den 12-platzierten TuS Hiltrup. Das Schiedsrichterteam dieser Begegnung bestand aus Referee Christoph Hank sowie seinen beiden Assistenten an der Seitenlinie Simon Knappe und John Peters. Beide Teams hatten am vergangenen Wochenende erhebliche Pleiten hinnehmen müssen. Die Neunkirchner gerieten nach 2 Auftaktsiegen bei der Reserve des SV Rödinghausen 0:6 unter die Räder und Hiltrup unterlag nach einer 2:0-Führung am Ende daheim dem Tabellenführer aus Vreden mit 2:5. Bevor wir mit dem Zusammenschnitt dieser Begegnung starten, werfen wir zuerst einen Blick auf die Aufstellung der beiden Teams. Wir beginnen wie gewohnt mit dem Gastgeber. Der von Tobias Wehmschulte trainierte SOS Neunkirchen trat hier ersatzgeschwächt mit folgender Startelf an. Im Tor Fiedler, davor Holtmann, Inenguini, Schütte, Zwarfing, Mümken, Sandmann, Janning, Niewöller, Uphoff und Kapitän Haberkamp. Die Reserve waren diesmal nur mit 4 Spielern besetzt. Demgegenüber stellte der Gästetrainer Carsten Winkler seinen TuS Hiltrup in diesem Spiel wie folgt auf. Im Tor Hallas, davor Lambert, Kleine Wilke, Wellermann, Fromme, Rotstege, Madente, Bohnen, Bayer, Kapitän Blech und Nihus. Wir beginnen die Zusammenfassung ausnahmsweise mal mit dem Anstoß dieser Begegnung und sehen hier den Gastgeber aus Neunkirchen in den schwarzen Trikots von rechts nach links und die Gäste aus Hiltrup in den blauen Trikots zunächst von links nach rechts. Und Neunkirchen nach dem Anstoß erst einmal mit dem Ball in den eigenen Reihen. Was folgt, ist eine Spielverlagerung vom linken Flügel auf den rechten. Dann wird der erste Angriffsversuch von der aufmerksamen Mittelfeldreihe des TuS Hiltrup abgefangen und unmittelbar ein Gegenangriff initiiert. Schließlich kommt Hiltrups Madente im Ballbesitz. Der dribbelt kurz an und lupft den Ball hier frech aufs Tor und ja, der passt unglaublich. Was für ein Auftakt in diese Begegnung vor rund 275 Zuschauern im Waldstadion. Guglielmo Madente erzielt hier mit dem ersten Torschuss dieser Partie gleich die 1:0-Führung für den TuS Hiltrup. Es war sein zweiter Saisontreffer und was für einer. Den schauen wir uns direkt in der Wiederholung noch einmal an. Madente schwänzt hier das Leder gefühlvoll und rotzfrech über Torhüter Lukas Fiedler hinweg ins Tor. Da gab es für Fiedler nichts zu halten, aber aus Torkameraperspektive sehen wir gleich auch warum. Fiedler steht für meinen Geschmack etwas zu weit vor seinem Kasten und ermöglicht somit erst Madentes Geniestreich. Den muss sich Neunkirchen Schlussmann zu Anteil sicherlich auch mit angreifen. Und Heimspiel-Chefredakteur Andreas Deipel hat mir gesteckt, dass dieser Madente in der Vorbereitung schon einmal gegen Fiedler genauso ein Ding reingehauen hat. Uiuiui, da hätte man aus Neunkirchener Sicht als gebranntes Kind sicherlich etwas besser vorbereitet sein müssen. In Rödinghausen fiel in der Vorwoche das 0:1 aus Sicht von Neunkirchen in der zweiten Minute. Nun also gehen die Gäste aus Hiltrup sogar nach genau 26 Sekunden gegen Neunkirchen in Führung. Und der frühe Gegentreffer hatte Wirkung gezeigt. So galt es in Spielminute 8 die nächste brenzlige Situation zu überstehen. Hiltrup kombinierte sich am und im Strafraum fein durch. Und dann scheitert hier Robin Wellermann mit einem Schussversuch am Aluminium. Riesenglück für Neunkirchen, dass es hier nicht schon nach wenigen Minuten 0:2 stand. In der Wiederholung sehen wir, dass Torhüter Lukas Fiedler den Ball mit einem Reflex noch an den Querbalken lenkt. Stark gehalten. Den Abpraller kann Michael Frommen dann nicht verwerten, springt unter den Ball durch. Maximilian Mümken klärt hier am Ende. Aber eine Minute später dann die Antwort von Neunkirchen. Hier fällt Daniel Zwarfing der Ball von den Füßen. Er zieht ab, aber da verzieht er nach links oben über den Querbalken. In Spielminute 11, dann Freistoß für Hiltrup aus gefährlicher Distanz aus zentraler Position. Jetzt tritt an Michael Fromm, er hebt den Ball über die Mauer. Doch da zwingt er dann Lukas Fiedler im Neunkirchener Tor zur nächsten Glanztat. Und den Freistoß schauen wir uns nochmal eine Wiederholung an aus Torkameraperspektive. Lukas Fiedler mit der schönen Flugeinlage und dann legt er den Ball mit den Fingerspitzen noch über die Latte. In Spielminute 22 wurde es dann für Schiedsrichter Christoph Hank recht knifflig. Wir sehen Neunkirchen auf den Ausgleich drängen. Ein Schuss von Merlin Schütte, hier mit der Nummer 11, wird zunächst abgeblockt. Doch aus dem Hintergrund erfolgt ein Nachschuss von Malte Niewöller. Im Strafraum bekommt Hiltrups Leon Mius den strammen Schuss an Körper und Hand
Schiedsrichter Hank ließ hier weiterspielen und zeigte zum Entsetzen der Gastgeber nicht auf den Punkt. Da schauen wir noch einmal drauf. Hier die Situation in Slow Motion aus Sicht der Torkamera. Beim Blocken des Schussversuches bekommt Nihus den Ball an den Oberkörper und an die Hand. Schiedsrichter Hank wertete dieses Handspiel aus seiner Perspektive aufgrund des raketenhaften Schusses offenbar als unbeabsichtigt und ließ demnach weiterspielen. Vielleicht hatte er das Handspiel aus seinem Blickwinkel auch nicht wahrgenommen. Da die Körperfläche allerdings durch diese Handhaltung durchaus vergrößert wurde, wäre ein Strafstoß sicherlich auch eine Option gewesen. In Minute 24, dann Eckball für Neunkirchen, die jetzt ihre beste Phase in diesem Spiel hatten. Zunächst kommt Daniel Zwaffi jetzt zum Schussversuch, abgeblockt. Und dann nochmal Oliver Janning hier aus der Drehung, verfehlt ebenfalls das Gehäuse des TuS Hiltrup. Plötzlich war hier Stimmung in der Bude, die Zuschauer waren da, sie peitschten ihren SOS Neunkirchen nach vorne. Doch auch die Gäste aus Hiltrup blieben weiterhin gefährlich. Freistoß aus der eigenen Hälfte, dann gelangt der Ball über Robin Wellermann zu Kai Kleine-Wilke. Der dringt hier in den Strafraum ein, schlägt noch einen Haken, schließt dann ab, doch der Ball streicht rechts unten am Pfosten vorbei. In Minute 34, dann wieder Eckball für Neunkirchen, jetzt mal eine einstudierte Variante. Die Ecke kurz gespielt, dann die Flanke auf den zweiten Pfosten und der lauernde, eingewechselte Joshua Ross, der hier an den Ball kam, und Oliver Janning auf den Ball. Aber auch diese Chance vertan. Mehr hatte der erste Durchgang nicht mehr zu bieten und wir springen deswegen direkt in Halbzeit 2. Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten legten die Gäste aus Hiltrup wieder furios los. Hier in Spielminute 50 konnte Neunkirchen bei dem eigenen Strafraum nicht nachhaltig genug klären. Die Konsequenz daraus, dass plötzlich wieder Madente den Ball bekam, dreht in den Strafraum, zieht ab und rums 2:0 für die Gäste. 5 Minuten nach Wiederbeginn. Torschütze Guglielmo Madente sorgte mit seinem dritten Saisontreffer dafür, dass sich Gästetrainer Carsten Winkler erst einmal entspannt zurücklehnen konnte. Wieder dieser Madente, den kriegt er die Neunkirchener Abwehr hier und heute einfach nicht in den Griff. In der Wiederholung sehen wir, dass Madente nach der Ballannahme geschickt Daniel Zwaffing aussteigen lässt, sich den Ball nochmal vorlegt und dann ganz trocken flach unten links einschießt. Anschließend setzt er zum kleinen FIFA-Tänzchen an und lässt sich von seinen Mitspielern feiern. Wenn wir uns den Treffer aus der Torkameraperspektive anschauen, können wir erkennen, dass Madente bei seinem Abschlusstor der Fiedler auf dem falschen Fuß erwischt. Da gab es am Ende nichts mehr zu halten und der Ball schlägt flach in Neunkirchener Gehäuse ein. Während wir hier die dritte Wiederholung des Tores sehen, wurden die Sorgenverhalten bei SOS-Trainer Wim Schulte immer größer. Der SOS Neunkirchen schien hier bereits zu Beginn der zweiten Hälfte die Partie komplett aus der Hand zu geben. Die Gastgeber, sie taumelten jetzt wie ein angeschlagener Boxer durch den Boxring und Hiltrup setzte sofort nach, wollte hier den vorzeitigen K.O. erzwingen. Yannick Bohn hier mit dem Schuss, doch diesmal rettet Schlussmann Lukas Fiedler in höchster Not mit einer tollen Parade. Nur eine Minute nach dem 0:2 wackelte die Abwehr von Neunkirchen erneut. Und hier die Glanztat Fiedlers noch einmal in der Wiederholung, da kann er den platzierten Schuss von Bohnen gerade noch mit den Fingerspitzen zur Seite abwehren. Eine tolle Aktion des Neunkirchener Schlussmannes hier in Spielminute 51. Aber Hiltrup blieb dran, wenige Sekunden später sehen wir dann ein 2 zwischen Neunkirchens Nivel und Hiltrups kleine Wilke an der Seitenlinie. Während die Zuschauerleitstadt auf diese Szene einging, schaltete Wellermann blitzschnell, bediente Boden auf der anderen Seite, der schlägt noch einen Haken, schließt ab und überwindet Torhüter Fiedler mit einem Flachschuss ins linke untere Eck. 3:0 für den TuS Hiltrup hier nach 52 Minuten durch das Tor von Yannick Bohnen. Für den Torschützen war es das erste Saisontor, das sie wohl für die Vorentscheidung sorgte. In der Wiederholung sehen wir noch einmal das geniale Zuspiel von Robin Wellermann, der diesen Treffer damit erst ermöglichte. Und Torschütze Bohnen lässt hier Neunkirchens Janning geschickt aussteigen, um anschließend flach an Fiedler vorbei ins untere Eck zu vollenden. Hier noch einmal aus der Torkameraperspektive. Bohnen gedankenschnell mit dem Haken und dann überlegt an Schlussmann Fiedler vorbei ins Tor, der wohl auf einen Schuss ins lange Eck spekuliert hatte. Da gab es schließlich nichts mehr zur Halbführung. Auch diesen Treffer schauen wir uns gerne noch einmal in der dritten Wiederholung an. Spielerisch überragend gemacht am Ende von Bohnen. Für Neunkirchen war dies bereits der 9. Gegentreffer in den letzten 140 Westfalenliga-Minuten. Macht einen Schnitt von 15 Minuten pro Gegentor und das hat fast schon Ausmaße einer Schießbude. Mit dem 0:3 war hier der Drops gelutscht und das Spiel wimpelte mehr oder weniger vor sich hin. Hiltrup schaltete 1-2 Gänge zurück und Neunkirchen zeigte Moral und war um den Anschlusstreffer bemüht. Hiltrup blieb dabei allerdings bei Kontern stets gefährlich, wie hier in Minute 74. Am Ende prüft Michael Fromme mit einem unplatzierten Schuss Neunkirchens Schlussmann. Der wehrt den strammen Schuss nach außen hin ab. Da war mehr drin für Hiltrup. Wir schreiben Spielminute 78, Neunkirchen mal wieder im Vorwärtsgang über einen seiner auffälligsten Akteure, Merlin Schütte.
und der feuert einfach mal ab aus 16 Metern und das war doch tatsächlich in Minute 78 der allererste Schuss von Neunkirchen aufs Tor, wo Damian Hallers eingreifen musste. Weiter geht's, 80. Spielminute, Freistoß, Christoph Blech auf Robin Wellermann und der bedient jetzt am rechten Pfosten Yannick Bohnen. Und der verpasst hier seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag, nur denkbar knapp. Hier in der Wiederholung nochmal der gut ausgeführte Freistoß von Blech genau auf Wellermann. Und er hat das Auge für Bohnen am zweiten Pfosten. Und er wird von Daniel Zwarfing hier noch etwas gestört, sodass er das Spielgerät nicht im Tor unterbringt, sondern über den Querbalken donnert. Und die 84. Spielminute, Freistoß für Neunkirchen aus dem rechten Halbfeld, getreten von Daniel Zwarfing. Und der haut das Ding hier einfach mal an den rechten Außenpfosten. Da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Mit dem Ding hätte er Torhüter Damian Hallers beinahe auf dem falschen Fuß erwischt. Aber am Ende rettet hier der Außenpfosten für Hiltrups Hintermannschaft. In Spielminute 86 dann erneut Freistoß für Neunkirchen. Marvin Holtmann steht bereit und wird wohl schießen. Kurzer Anlauf über die Mauer und ja! Der passt! Da zappelt der Ball nun auch zum ersten Mal im Hiltrupper Gehäuse. Ein direkt verwandelter Freistoß von Holtmann beschert uns hier den Anschlusstreffer für den SOS Neunkirchen. Für Marvin Holtmann war dies Saisontreffer Nummer 1. Nur kann er sich aufgrund des Spielstandes nicht wirklich darüber freuen. Schade, denn das war ein feines Fund, wie wir gleich sehen werden. Und hier nochmal aus der Torkameraperspektive. Holtmann hebt den Ball gefühlvoll über die Mauer und Hiltrup Schlussmann Damian Hallers kommt nicht mehr rechtzeitig ins bedrohte Eck. Aus der anderen Kameraperspektive ist gut zu erkennen, dass Holtmann den Ball wirklich platziert im Eck unterbringt. Da konnte sich keiner strecken, wie er wollte, aber der Ball war für ihn nicht erreichbar. Diese Präzision im Abschluss hätten sich die Neunkirchener Anhänger im Waldschirm von ihrem Team schon früher gewünscht. Und dann wäre der Spielverlauf ganz offensichtlich ein etwas anderer gewesen. So aber reichte es bislang nur zum Anschlusstreffer oder mit Blick auf die verbleibende Spielzeit wahrscheinlich nur zum Ehrentreffer. Und dann sind wir auch schon in der Nachspielzeit dieser Begegnung. Ein Angriff von Neunkirchen wird abgefangen vom TuS Hiltrup und dann läuft der Konter über Wellermann. Der spielt nach rechts auf Madente. Und er hat den Blick für den mitgelaufenen Michael Fromme. Und der scheitert hier im 1 gegen 1 gegen Neunkirchens Schlussmann Lukas Fiedler. Und im Gegenzug dann nochmal der SOS Neunkirchen. Langer Ball in die Spitze. Und dann kommt der Ball hier auf den rechten Flügel zu Joshua Ross. Und auch der zwingt hier nochmal Torhüter Damian Hallers zu einer Parade. Und hier die beiden Torsituationen nochmal in der Wiederholung. Zunächst die Parade von Fiedler gegen Fromme. Und dann auf der anderen Seite nochmals die Parade von Hallers gegen Ross. Von beiden Torhütern wirklich stark gehalten. Nach dieser doppelten Torchance hatte Schiedsrichter Christoph Hang dann genug gesehen und beendete die Partie mit einem beherzten Schlusspfiff. Am Ende heißt das Ergebnis in der Westfalenliga-Begegnung zwischen dem SOS Neunkirchen und dem TuS Hiltrup also 1:3. Die Torschützen waren für Hiltrup der doppelte Madente und Bohnen und für Neunkirchen konnte lediglich Holtmann noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Wenn wir einen Blick auf die Statistik werfen, sehen wir, dass beide Teams hier im Waldstein so einige Torchancen vorweisen konnten. Neunkirchen gab insgesamt 20 Torschüsse ab, ließ dabei aber die notwendige Schussgenauigkeit heute nur 15% vor dem Tor vermissen. Besser macht es hingegen Hiltrup, die zwar weniger Schüsse abgaben, aber davon deutlich mehr auf die gegnerische Hütte brachten, hier knapp 62%. So zwangen sie den Neunkirchener Schlussmann zu insgesamt 5 Paraden und erzielten obendrein noch 3 Tore, die am Ende den Sieg brachten. Die nette Spielzeit betrug hier 74 Minuten. Und hier nun die Ligaergebnisse des 4. Spieltages. Vreden gegen Roland 1:1, Preußen-Münster Reserve gegen Spexart 4:1, Schermberg-Rödinghausen 2:4:0, wie gesehen Neunkirchen-Hiltrup 1:3, Klarholz gegen Stadtlohn 3:1, Bielefeld gegen Herford 5:1, Beckum gegen Delburg 0:3 und Roxel gegen Liebenberg spielt erst unter der Woche. In der Tabelle liegt Vreden weiterhin an der Spitze mit 10 Punkten. Neunkirchen und Hiltrup führen die zweite Tabellenhälfte mit jeweils 6 Punkten an. Am Tabellenende befinden sich Herford und Spexart mit jeweils 0 Punkten. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder reinschaut. Ihr euer Team Werbung.